keys? God, we lose those. Where are my keys? God, we lose those. Ich weiß nicht, wie man die anderen Enden triggert. Keine Ahnung. Auch wenn jetzt gerade das ganze Spiel anders war. Das war ja interessant. Aber Mann. Mann. Vielleicht mal alle Leichen machen. Ich habe doch alle Leichen gemacht. Ich habe alle Leichen gemacht. Wie bis jetzt immer. Ich habe alle Leichen. Das ist wieder die gleiche, ne? So ähnliche. At least I can keep track of things. Mann. There we go. Okay, das war's schon. Am Füßlein ist nichts. Ich nehme den Block jetzt nicht. Mann, das hat mich jetzt gerade ein bisschen geärgert. Das ist für die Augen. Und wo ist das? Da ist es. Es hat mich nicht geärgert, dass ich es falsch hatte. Das letzte Mal jetzt. Mich hat das geärgert, weil ich weiß nicht wie. Wenn ich das den richtigen Körper mache, was wird denn dann das Ende beim bringen? Was habe ich denn jetzt in der Schicht anderes getan, um ein anderes Ende zu triggern? Wisst ihr, was ich meine? Das ist das, was mich wundert. Oder Frage. Alright.
Ach, ich hab das schon wieder vergessen. Ich muss ja. Wieso? I can't use that here. Wieso mache ich das eigentlich immer andersrum? Immer andersrum. Nein. Why did you let me die? Was hat er gerade gesagt? Was hat er gerade gesagt? What I did before I die, kann das sein? I can't use that here. I can't use that here. Why? Hab ich irgendwas vergessen? Stimmt, das war ja eine Frau. Stimmt, das war ja eine Frau. Ich habe mich gerade gewundert, warum... Ich habe mich in dieser Sekunde gewundert, warum ist das ein Mann? Okay, Dex ist übermüdet. Welchen Safe? There we go. Thank you.
Worüber redet ihr? Ich weiß jetzt nicht, worüber ihr redet. Ihr redet über ein Safe. Hier gibt's doch gar keinen Safe. Hä? Wieso verwirrt ihr mich jetzt? Wisst ihr nichts? Ich glaube, ich bin fertig, ne? Feuchte Tücher. Feuchte Tücher waren in der Schublade 2, ne? Ja. Alright. Drehen? Das ist, also nochmal zum Erklären für die letzte Runde, die wir gemacht haben. Das ist immer so ein ich glaube, das ist so ein Halloween-Event-Figur. Die hat immer offene Augen, immer den offenen Mund. Safe? Safe, verdammt. Ach, da unten ist ein Safe. Hab ich gar nicht gesehen. Ja. Dafür haben wir ja gar keine Nummer, ne? Oder haben wir eine Nummer? Irgendwo? Haben wir irgendwo eine Nummer? Das ist ja die. Die müssen wir sowieso nehmen. Die üblichen Nummern hier aufschreiben. So viel Zettel habe ich gar nicht. 5, 2, 7, 2, 0. Der Safe ist aber echt gut versteckt. Was soll ich denn wissen, dass das ein Safe ist? Dass das ein Safe ist? Das habe ich echt nicht gesehen. Das habe ich echt eben nicht gesehen. Es könnte vielleicht sein, dass das die Nummer ist vom letzten Mal, ne? Die im Keller, die Figuren beim Keller. Könnte sein, ja? Könnte sein, muss nicht sein. Aber ich könnte. Ich könnte mir denken, dass es vielleicht die Figuren wirklich sind. Die Figurennummern. Tja. Irgendwas haben wir vergessen. Irgendwas vergessen? There we go. Ja. What? Hm? Habe ich was vergessen? Nee.
Ich versuche mal, einfach mal so, ich versuche mal diesen Zettel, wo man mit die Zeichen findet, mal nicht zu machen. Einfach so. Und den Zettel nehme ich auch nicht. Einfach mal so, mal, ich muss keine Ahnung, wie ich was ändern kann. Alter Schwede, ey. Alter Schwede. Das war jetzt mega unangenehm gerade. Das war mega unangenehm. Mein Gott, ich bin ganz verwirrt, was ich tun soll. Was soll ich tun? Hier. Meine Herren. Ich bin verwirrt. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Was war das nochmal? Die Augendinger. Die Augendinger waren wieder hier, ne? Gott. Ich hab gedacht, was ist das für ein dunkler Schatten? Der war eben noch gar nicht da. Also, wenn das wieder hier der ist, dann finde ich das langweilig, weil das immer die gleiche Figur ist des Halloween-Events. Ist das eine Halloween-Event-Figur? Weiß das jemand? Weil der grinst immer noch, wenn ihr versteht, was ich meine. So, guck mal hier, der grinst immer noch. Da kann man nichts machen. Alright. Nee. Erstmal das. Ich bin schon wieder am Sammeln. Mit Zoe los? Ich will wissen, was ist denn mit der Zoe passiert? Warum hat die denn so einen Hass auf mich? Okay, wer ist denn drogensüchtig gewesen? Die Eltern? Ich habe ein Telefon. Wer ist denn drogensüchtig gewesen? Die Eltern oder ich selber? Okay. Hallo ihr lieben Raider, guten Abend. Was habt ihr Schönes gespielt? Ich bin gerade mittendrin und bin sehr verwirrt. Es gibt zwei Türen, wo man raus kann, ne? Nee, doch nicht. Das ist... Oh. Okay. Heroinbesteck. Mein Besteck. Was habe ich mitgenommen? Nee. Doch, habe ich wohl mitgenommen. Aber habe ich nicht im Inventar. Fernseher kann ich nicht ausmachen. Gibt es noch was anderes zum Antatschen? Okay. Ich will noch mal ganz kurz gucken, ob ich nicht hier irgendwas verkehrt mache, verpasse. Nichts mehr. An der Wand. Mein Besteck. Also ist die jetzt selber...
Okay. Oh shit. You did this to me. It's all your fault. What the heck? Mann. Das Ding ist so laut. Am besten hier hinstellen. Erst das zweite Mal in dem Spiel. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt... Ja, das zweite Mal den falschen Dämon gewählt, aber irgendwie verstehe ich nicht, was ich falsch gemacht habe. Ich bin ein bisschen verwirrt manchmal, aber das ist so. Was mir verdammt gut gefällt, dass es immer was Neues gibt. Immer und immer was Neues. Aber ich bin noch ein bisschen verwirrt. Ich spiele jetzt, heute spielen wir das seit 2 Stunden ungefähr. Knapp, ein bisschen weniger als 2 Stunden. Ich habe letzte Woche schon gestreamt. There we go. Dann bin ich ein paar Mal vom Stuhl gefallen. Ich fand das gerade eben ganz gut, dass wir hier den Geist so ein bisschen geärgert haben. Oder Dämon oder sowas, dass der immer wieder hier aufgetaucht ist, weil der mochte nicht, dass ich die Türe hier und das Licht ausmache. Das ist schon wieder. Nein, jetzt geht das schon wieder los. Immer das Gleiche mit dem. Ich will jetzt nicht schon wieder, dass das der Gleiche ist. Das ist schon wieder der Gleiche. Jetzt sagt nicht wirklich, das ist wieder der. Ach Mann. Aber ich verstehe immer noch nicht, warum es der ist und nicht letztes Mal die Schwarze. Das verstehe ich nicht. So, hab wieder vergessen, was ich tun muss. Wird immer abgelenkt. Ah, ich muss jetzt wieder... Ich muss ja sowieso durchs Dunkel. Durch die dunklen Räume. Die ich selber mal ausmache. Keine Ahnung. Ich habe noch nicht rausgefunden, wofür ich dieses hier brauche. Die habe ich zwar in der Schublade gesehen, aber ob die irgendwas bringt, keine Ahnung. Licht kann man ja immer anmachen. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Ich habe keine Ahnung. Es ist immer Dracula. Das ist langweilig. Wenn das... Oh, er hat die Tür zugemacht. Wir machen das mal ganz kurz. Dann gehen wir mal gucken, was da los ist. Ich habe bis jetzt noch kein, wie heißt diese Opferzettelchen gemacht. Das habe ich extra nicht gemacht. Ich will sie am Ende alle 3 machen. Ich will irgendwo was ändern. Keine Ahnung. Mal gucken, was noch passiert. Feuchte Tücher. Hier war eine Schublade oder war das in der letzten Folge? Nee, hier. Hier, die Näschen putzen. Hütsche. Alright. Und jetzt... Jetzt die Frage, warum und woran erkenne ich jetzt bitte, dass es der ist? Der hat sich nicht bewegt, außer dass immer diese eine Animation kommt, dass der aufsteht und wegläuft. Okay, das hatten wir aber bei der anderen ja auch gehabt. Erst war es eine Frau, da war es ein Mann und dann war es wieder eine Frau. Und die hatte ja auch andere Armbewegungen gehabt und der bewegt sich ja auch nicht. Und die Zeichen sind ja auch nur so Pünktchen. Bei der, die ich meinte, die es gewesen wäre... Hatte doch überall Kratzer und Schürfwunden und sowas. Ich verstehe es nicht.
Keine Ahnung, wir nehmen den mal mit und stellen den mal dahin, wo er hingehört. Ich denke auch nicht, dass es ist. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, woran man das jetzt erkennt. Müssen wir mal noch gucken. Wir stopfen den erstmal wieder rein. Der kann nach draußen bleiben. Wie heißt er nochmal? Kelly? Reginald Kelly. Okay. Runter da. Wir brauchen das Ding. Du kannst doch da draußen bleiben. Reginald oder sowas heißt der Typ. Ups. Ist das eine Frau? Ist eine Frau, ne? Ist das eine Frau? Ist ein Mann. Sieht so aus, als ob denn die Brüste wären, aber ich glaube, das wäre dann zu viel für das Spiel. Ja, deswegen habe ich mich so... deswegen war ja auch gerade eben meine Frage, ob das so eine Eventfigur ist. Dieser Dracula. Der Clown gibt... Ich gebe ja auch noch den Clown. Wir hatten ja auch mal einen Clown gehabt. Und da hatte ich ja den Fehler gemacht, dass es ja irgendwie dann doch der Clown wäre, oder? Ist das nicht ein... ist kein Mann. Er ist ein Mann. Keine Frau. Sieht ziemlich weiblich aus. Eine diverse. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Was sagst du dazu? Wie heißt er? Reginald. Reinhold Messner. Alles Reinhold Messner. Das hatten wir schon. Der Reinhold. Reinhold, hast du was unter den Händen? Und unter den Füßen hast du auch noch was, oder? Ja. Here we go. Reinhold. Den nenne ich jetzt Reinhold. Ich muss immer, wenn ich an Reinhold Messner denke, denke ich immer an Helge Schneider, an dieses Hörspiel. Müsst ihr euch mal anhören, habe ich schon 100 Mal gesagt. Helge Schneider und Reinhold Messner gehen auf Tour. Unglaublich, ey. Unglaublich. Wieso kommt das jetzt schon wieder? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Irgendwas passiert doch gerade im Hintergrund, oder? Rechtes Bein. Linkes Bein. Was passiert? Ach da. Okay, das hatten wir schon. Ich finde es immer noch gruselig. Ich kriege immer noch Gänsehaut, immer wenn die da steht. Muss ich gucken? Hat sich doch etwas bewegt. Habt ihr es gerade auch gehört? Oder höre ich schon Sachen? Habt ihr es nicht auch gerade gehört? Irgendwie dieses, als ob so ein Körperteil von einem eingefrorenen Körper sich bewegt. Ganz kurz nur. Vielleicht hat er sich ja bewegt und vielleicht ist der es ja. Reinhold, bist du das? Vase. Das kann ich gar nicht mitnehmen. Kein Diebstahl. Da hat was geknackt. Dankeschön, meine Maus. Ich dachte schon, es hat was geknackt. Ich meine, da wäre vielleicht irgendwie eine... Das ist ja genau das. Ich hätte gerne in mal eine Körperbewegung von irgendwem gehabt. Ah ja, stimmt. Hier, Zeugs. Dinger. Da. Das andere war hier. Die Augenklappen waren wieder hier. Das mit dem Safe, das ärgert mich so ein bisschen. Ich habe das nicht so verstanden. Safe. Hier. Ich dachte immer, ihr habt immer in den Chat geschrieben, safe. Und dann dachte ich immer, dass das der... What the freaky hell? Habt ihr das gerade gesehen? Uah! Was ist der eigentlich? Was ist das?
Warum ist das so, das ist so eine Mumie oder was? Schon wieder irgendwas passiert hier. Dankeschön. Unwissend weiß es auch nicht. Unwissend ist unwissend. Ich wusste das nicht. Der Chat hat immer geschrieben, safe, safe, safe. Und ich denke so, ja, das ist doch die Leiche. Safe ist das die. Safe. Und dachte immer, safe meinten die das. Und dabei war das gar nicht das. Na egal. Da habe ich mich dann vertan. Ich weiß aber immer noch nicht, ob ich jetzt das richtige Ende trigger. Also, das nächste. Ich weiß nicht. Wir werden es uns jetzt mal angucken, wo wir jetzt hinkommen. Erstmal machen wir den There we go. Rollen die Klappe zu hier. Dem Typen. Alright. Alright. Immer wenn was passiert, bin ich total durcheinander. Ah ja, ich muss jetzt wieder den Quatsch hier machen. Aber bis jetzt hatten wir dreimal eine Wiederholung von irgendeinem, sagen wir mal, so einem Jumpscare oder sowas. Finde ich echt gut. Oh, es passiert was. Ich kann nichts reintun, ne? Ne, passiert was. Ja, gut. Dahin. Okay. Tür ist hinten zu. Ich darf da nicht durch. Okay, eben war das verbuggt bei uns. Wisst ihr noch? Ich bin ja hingelaufen, wieder zurückgelaufen und plötzlich war ich nicht drin, wo ich drin sein sollte. So, jetzt machen wir es mal richtig. Das Spiel will nämlich, dass man geradeaus läuft. Ich bin nämlich eben einmal hin und wieder zurückgelaufen. Da war ich wieder im Operationssaal. Und dann konnte ich hier nicht weiter. Und das Spiel hat das irgendwie gewollt. Was ist eigentlich, wenn ich in die andere Richtung laufe? Auf Ewigkeiten läuft er. Er läuft heute noch. Nix. Okay. Okay, das haben wir schon gehabt, aber es ist gruselig. Ich finde den so unglaublich gruselig. Der hat mich ja eben so bei diesen Puppen so erschreckt. Oh Mann, ey. Was soll ich jetzt tun? Naja. Immer das Gleiche. Die bringen mich immer wieder da raus. Das hatte ich schon, glaube ich, ne? That's not it. Okay, hab ich schon. Ich mach mal Licht an, ja? Die Tür ist zu, weil die ist eben zugefallen, ne? Weil ich da nicht rein darf. Okay, ich mach's immer auf. Ich habe euch ja gesagt, wenn Zoe, das ist Zoe, glaube ich, da hinten auf dem Bild, wenn die das die Augen aufmacht, mache ich das Spiel. Dann deinstalliere ich das Spiel. Dann spielen wir es nicht mehr weiter. Sobald sie die Augen aufmacht, bin ich weg hier. Nein, ich will das nicht. Nein, ich will das nicht. Ich will die. Nein, die andere Schublade bleibt auf. Oh mein Gott, ey. Woher willst du wissen, dass es Dracula wieder ist? Der macht doch genauso viele Bewegungen. Hat Schürfwunden, Bewegungen. Ich verstehe, ich würde den jetzt hier wählen. Also, die haben jetzt noch nicht den anderen Körper. Aber, was machen wir so? Was war jetzt der nächste Schritt? Ah ja, die Reagenzgläschen noch. Ich mache das mit den Zeichen am Ende. Das will ich jetzt nicht machen. Einfach nur so. Das. Dann. Weiß ich nicht mehr. Das. Ja. Und Skalpell, das liegt, glaube ich, wieder hier, ne? Ja.
woher kommt das immer her? Der hat doch jemand gesagt, help me, oder? Mann. Vielleicht im Keller. Und wisst ihr noch, wo die Decke aufgegangen ist? Letztes Mal, wo die Hände da rausgeguckt haben? Das fand ich auch eklig. Das vielleicht im Keller ist das. Ich will das mal jetzt wissen. Wie kriege ich diesen verdammten Schlüssel vom Keller? Unglaublich gut. Oh, irgendwas passiert wieder. Dass das Kreuz sich nicht dreht? Das wundert mich auch. Was ist los? Ich kann nicht ausmachen. Irgendwas passiert. Oh, bitte. Oh! Der Jumpscare, der funktioniert? Meint ihr, der funktioniert? Wow! Oh, der hat funktioniert, Leute! Bis jetzt hat der Jumpscare nicht funktioniert, weil die Zoe, ich nenne sie mal Zoe, ist immer stehen geblieben und kam nicht. Man konnte durch die durchlaufen. Oh mein Gott. Der war böse. Der war böse. Der war echt böse. Was muss ich jetzt tun? Ich hab's vergessen. Also es passiert bei diesem, beim Reinhold Messner ziemlich viel, Leute. Seid ihr sicher, dass das wieder Dracula ist? Und erklärt mir, warum. Warum das Dracula wieder ist. Ich fand ihn nicht vorhersehbar, weil er bis jetzt immer gebuggt hat. Dieser Jumpscare hat nie funktioniert. Die Olle stand ja immer da rum. Und die ging nicht weg. There we go. Vergessen. Ah ja, Toilette. Seife? War die Seife hier auch schon mal? Muss das mal laufen? Ich hab doch gerade gedacht, es ist kein Regen mehr. Dieses Spiel macht mich verrückt. Das macht mich irre. In jedem Horrorspiel, was wir gespielt haben, habe ich immer gesagt, geht nicht dorthin, wo die Lampe flackert. Nicht hingehen. What the heck?
Oh. Das Clipboard. Hä? Hol die Schläuche am Bett. Hol die Nadel aus dem Bad. Finde das Feuerzeug. Hol den Löffel vom Couchtisch. Finde den vollen Beutel auf dem auf der Küchentheke. Okay, ich glaube, wir müssen erstmal Schritt für Schritt machen. Hol die Schläuche am Bett. Okay. Irgendwas sagt mir, dass hier im Badezimmer gleich was passiert. Hä? Ist das wirklich eine To-Do-Liste oder will das Spiel mich einfach nur gerade verarschen? Wo sind hier Schläuche am Bett? Schläuche? Das sind doch hier Schläuche. Oh, jetzt geht's. Dann, okay. Hol die Nadel aus dem Bad. Ah, jetzt geht's. Nadel aus dem Bad. Nadel. Ach da, im Dunkeln. Faden auf... Ne, finde das Feuerzeug. Das ist doch das hier, ne? Ah, jetzt geht's. Okay. Da kommt was da hinten. Ich sehe das gleich schon kommen. Hol den Löffel aus dem... Was? Vom Couchtisch. Wo ist die... Ach, das ist ein Couchtisch. Das ist der Löffel. Was hat das denn die ganze Zeit mit den Drogen zu tun? Wer hat Drogen genommen? Ich oder meine Eltern? Mein Vater? Finde den vollen Beutel auf der Küchentheke. Das müsste. Oh wow. Oh, ich hab das noch gerade gesagt, ey. Guck mal hier, ich habe Elefantenpickel. Hätte ich weglaufen können? Hallo ihr Raider, guten Abend. Irgendwas ist jetzt hier wieder. Irgendwas ist hier wieder. Was ist jetzt? Also ich bin mir ganz sicher, dass es der ist. Oder nicht? Leute, was spricht denn jetzt dagegen, was das ist, der ist? Feuchte Tücher waren in der Schublade. Oh Gott. Ich brauche so ein bisschen Hilfe von euch. Warum ist die Musik noch? Hier das Äuglein und hier das Äuglein und ein bisschen den Mund. Right. Wer lacht? Wer lacht?
Mann, ich werd hier irre. Wer lacht hier? Bist du das? Der Amber Rambler? Amber Rambler? Die habe ich, die kann's ja nicht sein, oder? Die hat ja überhaupt nichts. Irgendwas passiert doch. Hä? Was? Hilfe! Was tue ich falsch? Es hat irgendwas geladen, jetzt passiert was. What the heck? What the heck? Was? Boah, ich bin sowas von nervös gerade. Mega nervös. Wow! Das war jetzt gut. Das hat mich gerade erschrocken, ey. What the fucking shit? Mann, ey! Mann, die Musik! Shit! Alter Schwede, ich krieg meine Gänsehaut nicht mehr weg. Die bleibt bis morgen. Alter, jetzt geht's aber ab hier, ne? Ich habe noch nicht die Zeichen geguckt, Leute. Das habe ich extra gemacht. Bis zum Ende mit den Zeichen warten. Vielleicht deswegen? Zwei haben diesmal gehammert. Okay. Mal rein jetzt hier. Oh, das ist so echt schwer. Ja. Und nun? Shit! Könnte man jetzt immer die Musik ausmachen? Ich glaube, das Spiel... Was ist denn nun los? Weil ich den Zettel nicht, den Block nicht genommen. Nee. Where am I? What happened? Let me go! Take
sorry. This is the only way. Ach, das ist gar kein Ende. Ich dachte, es wäre jetzt noch ein Ende gewesen. Oder wie? Ich dachte, das wäre jetzt noch ein Ende. Das ist gar kein Ende. Das ist. Ich weiß nicht, wie ich die Enden hintriggern kann. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber es ist gut zu wissen. Das ist auch mal ein cooles Ende. Warum wird das nicht angezeigt? Finde ich schade.